Was ist da? Oh mein Gott! Okay, was vor 8 Jahren? Digga, schüch, er hat noch nicht mal doppelt gemacht, er macht Montage an. Boah, die Hits sehen so ekelhaft delayed aus. Das sieht nach einem richtigen 100er Ping aus. My partners all tell me so down. But when they all say that this money around, it's the shit that I can't turn down. I can't turn down. We too. Was macht er mit Capture 45? Jungs, kann wer Capture 45 abchecken, ob es ihm noch gut geht? Nein, er spielt gegen Fepper. Fepper, ihr wisst, die wenigsten, war der perverseste Minecraft-Spieler, den es gab, weil er während One-on-Ones immer eine Hand am Schwanz gehabt. 300 MS. Ich schwöre, das sieht auch so, das sieht höllisch aus. Way too high, but I can't turn down, I can't turn down. Squad going up and we can't turn down, we can't turn down. Robert, wie zeitlos, ganz kurz, wie zeitlos ist dieses Schwert? Das war vor 8 Jahren. Das sieht irgendwie geil immer noch aus. 300 MS auf 30 Hertz in 4:3. Das war deine Prime. Was? Das war deine Prime. Was ist das denn hier? Oh nein. Er sagt, Minecraft PvP so cringe. Du hattest keine Kindheit. No joke. Er gibt mir den Vibe, dass er jetzt... machst du zufälligerweise Dropshipping? Oder hast du zufälligerweise einen 2000-Euro-Staubsauger erworben und musst ihn jetzt weiterverkaufen? Nee, ich finde Minecraft PvP ist schon sehr cool. Also das würde heute nicht mehr gehen so, aber es ist in meinem Herzen, wird das immer was haben. Weißt du? Mommy told me be patient and don't get complacent. Show dedication, I'm at work so much, I go home. Aber die 300 MS kommen muss auf dem 30-Hertz-Monitor, die schlagen gar nicht so ein. Vacation, no money, no conversation. Das ist ein Video rasiert von Basti GG. Digga, was? Einfach nur ein cleanes rasiert? Boah, das muss... Wie provokant. Let the bass kick. Oh nein, doch nicht Rage Mode. Okay, das hat jetzt aber leider die Vibes von PSO heutzutage. Mit der Mucke. Hashtag rasiert! Hashtag ohne Schaum! Alter, das behalte ich mir für die nächste Twitter-Schlachtung. Alter! Digga! Digga! Hashtag ohne Schaum ist krass! Ich muss mir auf Twitter irgendwo suchen, wo jemand geschlachtet wurde. Schnell, ich muss das benutzen. Ich muss das sofort benutzen. Hashtag rasiert, Hashtag ohne Schaum ist... Das ist geil. Oh, Digga, das ist wunderbar. Bei Robin Team mit Revi um. Ah, ist zu alt. Scheiß drauf. Er klaut das halt. Er klaut das. Fickt euch. Also, ich finde auch ganz kurz ein kleines Statement dazu. Warum hast du so einen barbarischen Bow? Diesen Pfeil. Warum ist das so gelb? Das sieht aus wie so Rotze. Was für ein Server ist das? Ist das Gomme schon? Ich glaube, ganz damals Gomme hat angefangen, dass Gomme nur Rage Mode, glaube ich, oder Rage Mode hatte, oder? Guck das Thumbnail. Wie kann ich das Thumbnail sehen? Nein, das war das Thumbnail. Digga, schau mal, der würde das heute machen. Digga, ist das krank. Und sieht aus wie Stromberg. Digga, was ist eine Font? Mehr. Gibt's noch mehr alte, harte Montagen? Ersten und ja, irgendwie für mich interessantesten Sache an. Boah, und ich schwöre, auf dieser Brücke wurde ich zum Mann. Ich schwöre, ich habe auf dieser Brücke gekämpft wie ein Krieger. Da stand immer einer auf Gomme, der hatte No Knockback, Alter. Immer hier. Nie hat ein Mod was getan. Ey, Zickzack ist der Burger. Das ist so oh mein Gott, war das diese McDonalds-Zeit, wo man so Burger einreichen konnte? Steuert eigentlich. Aber das ist der Burger, den ich für das Burger Battle von McDonald's erstellt habe. Und ich trete für mein Bundesland Brandenburg an. Viele denken ja, ich wohne. Platz 2 in Berlin?
Digga, ich, no joke, wenn sowas nochmal kommt, du musst damit mit, also was nochmal machen. Und in Berlin und so weiter. Berlin ist einfach am einfachsten zu sagen, weil es nicht weit weg ist. Von mir sind 10 Minuten, aber trotzdem. Digga, du hättest einfach für irgendein Schwanzland dich anmelden müssen. So irgendwie Saarland oder so. Da hättest du auch safe gewonnen, Digga. Berlin ist doch das meist competete Land für Dings. Wohne ich in Brandenburg, deswegen trete ich für das Bundesland an. Und in der Videobeschreibung habt ihr den Link zu dem Burger. Und da gibt es so ein Bewertungssystem. Man tritt in 16 Bundesländern an. Und wenn ihr meinen Burger mit einem Top bewerten würdet, würde mich das sehr freuen. Nee. Dann könnten wir... Das war nicht der Burger, das waren Bill und Tom Kaulitz. Eventuell echt realistische Chancen haben, das Ding in dem Bundesland zu gewinnen. Und das wäre irgendwie richtig krass. Also keine Ahnung. Ich würde es einfach... Ja, wie crazy wäre das gewesen? Stell dir mal vor, also wie die Lore, wie heftig wäre das gewesen, hätte Basti damals einen Burger gehabt. Wenn ey, zickzack, Gab's damals den Pizmeat-Burger? Mann, Digga, ich schwöre, Pizmeat hat schon genug Produkte. Die hätten das Basti auch mal lassen können. Ja, also die haben schon die Pizmeat-Schuhe, dann hätten die doch Basti mal schön den Burger lassen können. Alter, mit den Bad Boys, guck mal hier, wie die da so ein Cut ist, wie ergonomisch, Alter, da kannst du wirklich den ganzen Tag mitlaufen. Heiliger Bimbam. Die verdammten Pizmeat-Schuhe. Ja, keine Ahnung, einfach irgendwie weiterkommen würde. Tommy Hilfiger Swag. Tommy Hilfiger Swag? Was ist das denn? Was sind das denn für Diamanten, die gerade hier raus? Was sind das für Diamanten? Er freestylt auf einmal. Tommy. Vor 9 Jahren. Er war 16. Tommy Hilfiger Swag. Tommy Hilfiger. Was? Swag. Tommy Hill. Mann, ich wollte sagen. Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Digga, das ist krank. Tommy. Fresh. Die Montage von Basti GRG auf Moneyboy Tommy Hilfiger Swag war nicht das, womit ich heute gerechnet habe. Tommy. Tommy Hilfiger. Da war die Welt noch in Ordnung. Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Tschüss. Er hat die längsten Arme Deutschlands. Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Was er mit Basti macht, tschüss, er macht's zum Hund. Hilfiger. Powder. Tommy. Sweat. Tommy. Sweat. Warte, welche Minecraft-Version ist das? Ist das nur eine Minecraft-Version, wo man keinen Skin haben kann? Tommy. Sweat. Tommy Hilfiger. Tommy. Ist das eine... Basti? Welches Kit sollte ich spielen, wenn ich erfolge? Schmocki ist bei dem Video schon 30. Haben will in den Hunger Games. Oh, geil. Nein. Oh mein Gott. Halt die Fresse. Warte, ich nehm Stomper. Digga, da, ich bin weg. Digga, die haben da einfach, glaube ich, die haben da nicht gestreamt. Die haben da einfach privat gechillt. Geil geredet. Die haben einfach privat gechillt so und einfach HG gezockt, so nach der Schule. Das war vor 9 Jahren, Basti aus Schule gekommen. einfach, die haben HG gezockt privat, Clips gesammelt. Ja. Okay, er hat ein bisschen übertrieben. Hier, Basti-Clip. Ich hab Angst davor, es zu tun. Dad und Dennis Bauarbeit. Nach einem Abend mit uns zwei gibt's eine Sauerei. Er ist auch einmal in den Stream. Ah, nee, das ist ja das, wo er in den Stream reinkommt. Was zu tun. Dad und Dennis Bauarbeit. Nach einem Abend mit uns zwei gibt's eine Sauerei. Keine Wichse, ich hab seinen Kopf in meinem Raum verteilt. Ey. Das ist schon mal hart. Das in dem Basti-Stream. Das war schon mal hart. Ich komme rein, sie nennen mich Frauenfeind. Weil ich lass die Bitches warten, so wie Sauerteig. Das ist auch hart. Und ich ride Bassis Dick so wie ein Mountainbike. Und dann kommt der Mute. Der enttäuschte Ausatmen. Ihr müsst genau hören, wie dieses enttäuschte Ausatmen. Digga, so. Verfickt. Ich ride Bassis Dick so wie ein Mountainbike. Dann. Soll ich einfach mal ohne Ton einfach mal meinen Resub teilen? Ja, Digga, Destruction ist krass. Yeah! Nein. Ich hasse tot. Tot. Manchmal wünsch ich mir, du wärst so süß. Manchmal wünsch ich mir einen fetten Cock. Ja, Schmocki, Leute.